Unter der Maßgabe, dass wir die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad begrenzen wollen, was ja auch offizielles Politikziel ist, werden längerfristig Biokraftstoffe, aber auch allgemein Bioenergieträger vermutlich eine recht große Rolle im Energiesystem spielen, weil alleine Solarstrom, Windenergie und andere Erneuerbare nicht ausreichen werden. Also längerfristig sehen wir da aus dem wissenschaftlichen Sicht großes Potenzial für Bioenergie als Teil des Energiesystems. Ja, ganz wichtig sind politische Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die verschiedenen neuen Energieträger miteinander im Wettbewerb stehen und die Industrie und andere gesellschaftliche Akteure im Grunde herausfinden, welches jetzt die effektivsten und effizientesten Energieträger sind. Und dazu gehört aus meiner Sicht als erstes mal eine Bepreisung von Emissionen fossiler Energieträger, weil nur unter den Randbedingungen dann im Grunde Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden zwischen fossilen Energieträgern, verschiedenen Erneuerbaren, unter denen überhaupt nur dieser interne Wettbewerb entstehen kann und auch Investitionsanreize entstehen können, auch um neue Formen der Bioenergienutzung zu entwickeln. Ja, da ist aus einer Sicht natürlich notwendig, die Flächenerträge so stark wie möglich zu steigern, denn Fläche ist nur begrenzt verfügbar und die Energieproduktion pro Flächeneinheit ist natürlich entscheidend für die Kostenaspekte bei der Bioenergie. Also sowas wie Technologieförderung in neue Produktionsverfahren, aber auch eine Abstimmung zwischen verschiedenen Politikbereichen. Also wenn zum Beispiel auf Kosten von oder wenn zunehmende Bioenergieproduktion auf Kosten von Naturschutz oder Waldschutz in tropischen Ländern geht, dann ist ja klar, dass es netto keine große Emissionseinsparung gibt. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass die verschiedenen Bereiche Agrarpolitik, Energiepolitik, Naturschutzpolitik gut aufeinander abgestimmt sind, um jetzt unerwünschte Nebenwirkungen möglichst zu minimieren. Ja, das kann aus meiner Sicht nur ein Einstieg sein. Man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ob das grundsätzlich das richtige Politikziel ist. Wie ich vorhin schon sagte, im Grunde können Bioenergieträger, aber auch andere Erneuerbare eigentlich längerfristig nur einen vollen Beitrag leisten, wenn auf Seiten der fossilen Energieträger auch was getan wird, sprich durch Bepreisung von Emissionen. Denn alleine durch Fördermaßnahmen von verschiedenen Erneuerbaren wie auch Bioenergie wird man ja die Kohle zum Beispiel nicht aus dem Markt drängen können. Also insofern ist das ein Einstieg, um einen gewissen Markt vorzubereiten. Aber längerfristig, wenn wir jetzt die notwendigen Maßnahmen betrachten, um wirklich den Klimawandel auf 2 Grad zu begrenzen, ist sicherlich noch wesentlich mehr notwendig, also über 2020 hinaus. Naja, die Fläche ist im Grunde begrenzt, auch wenn weltweit natürlich noch einige Flächen verfügbar wären, um die Produktion auszudehnen. Aber sobald eine neue Nachfrage auf den Markt kommt, gibt es natürlich Verdrängungseffekte. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, die Anstrengungen in eine Richtung zu lenken, wo diese Konkurrenz um das verfügbare Land, vor allen Dingen um das fruchtbare Land, so gut wie möglich begrenzt wird. Also natürlich erhöht eine zusätzliche Bioenergienachfrage den Druck auf knappe Ackerflächen. Aber es kommt dann schon auch ganz darauf an, über welche Bioenergieformen wir eigentlich sprechen. Ob es eben erste Generation ist, basierend auf konkreten Ackerkulturen oder ob wir in Zukunft auch die Technologien verfügbar haben, die Reststoffe aus dem Wald oder Reststoffe aus dem Ackerbau oder aus der Viehwirtschaft noch besser verwerten können. Das würde natürlich den Druck dann wieder reduzieren. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, wie stark dieser Konkurrenzeffekt um das knappe Land tatsächlich sein wird.